Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Part 3 von Dreamlight Valley. Ja, endlich habe ich wieder Zeit zum Spielen. Ein paar Tage ist es her und ich habe zwischendurch dann schon mal reingeguckt und versucht zu angeln. Und ich habe es tatsächlich geschafft und ich zeige es euch gleich, weil ich musste mir tatsächlich ein YouTube-Video angucken. Ich habe es nicht hinbekommen. Irgendwie war ich sehr unfähig zu angeln. Jetzt klappt es aber. Und beim bisschen Aufräumen tatsächlich habe ich auch die Gießkanne gefunden, aber die habe ich ja nicht aufgesammelt, um euch das natürlich auch zu zeigen, wo die Gießkanne liegt. Ja, ich weiß, viele von euch spielen es auch und sind wahrscheinlich schon gefühlt Level 50. Ja, aber ich freue mich jetzt endlich weitermachen zu können. Ich möchte euch ja da noch, also mindestens 5 Parts wird es geben und dann schauen wir mal, wie es läuft. Ansonsten spiele ich es alleine weiter. Aber 5 Parts wird es geben und ich würde sagen, ja, Part 3 startet. Und ja, wir haben hier hinten einmal die Gießkanne, die wir jetzt auch aufheben können, weil dann haben wir nämlich alle Werkzeuge gefunden. Gießkanne freigeschaltet. Genau, die kann man wieder über dieses Tab hier benutzen. Kann man das hier direkt gießen? Komm, guck hier. Nee, die ist vertrocknet, die Pflanze. Geht also nicht. Gut, wir haben jetzt alle Sachen, dann können wir jetzt zu Merlin gehen und die Quest abschließen. Jetzt komm schon, uns erwartet Himmel. Viel Arbeit. Ah, nee. Himmel, du hast die Spitzhacke aus dem Stein gezogen. Oh, und sie, jetzt wo die verzauberte Spitzhacke wieder in den Händen einer würdigen Person ist. Die verdammte Dunkelheit, die über dem Tal lag, ist endlich verschwunden. Ja, ich bin übrigens gerade tagsüber, deswegen ist es hell. Nenn mich Heldin des Dreamlight Valleys. Ich habe nur versucht zu helfen. Was soll ich als nächstes machen? Ich habe nur versucht zu helfen. Das sagt Wunderbares über deinen Charakter aus. Ja, ja. Ich sehe noch viele große Taten in deiner Zukunft. Die herrschaftlichen Geräte werden dir dabei helfen. Die Spitzhacke kann nur von jemandem geführt werden, der würdig ist. Und das bist du ganz sicher. In deinen Händen spaltet sie Felsen in nur einem Schwung. Die Gießkanne muss nie nachgefüllt werden. Sie beschleunigt den Wachstumsprozess der Pflanzen und hält alles, was hier blüht, gesund. Die Angelrute braucht keinen Köder und verheddert sich nie. Mit ihr kannst du auf dem Grund des tiefsten Meeres und des seichten Sees fischen. Was die Schaufel betrifft? Naja, es ist nur eine Schaufel, aber eine sehr gute. Du brauchst sie für die Gartenarbeit und zum Auffinden von Gegenständen, die im Boden des Tals versteckt sind. Ich hoffe, du bist bereit, denn es ist dein Schicksal, große Veränderungen im Dreamlight Valley zu verbringen. Was für eine Veränderung? Ich mag das Teil, wie es ist. Was soll ich nun tun? Was für eine Veränderung? Das liegt komplett in deiner Hand. Du hast deine Reise bereits angetreten. Deinetwegen ändere ich mich daran, wie Dreamlight Valley einmal war und wie es in der Zukunft sein kann. Wir haben so viel verloren, weißt du. Nicht nur Erinnerungen und Werkzeuge, sondern auch Magie und Freundschaft. Diejenigen von uns, die geblieben sind, als das Vergessen begann, sind verstreut und einige sind sogar gefangen. Jetzt, da du alle herrschaftlichen Geräte gefunden hast, spürt der Wunschbrunnen deine neu gewonnenen Kräfte. Du bist bereit, deine Aufgaben des Brunnens zu übernehmen und das Dreamlight zu sammeln, das du brauchst, um die Nachtdorn von der Tür des Schlosses zu entfernen. Beginnen wir damit, wie das Ganze funktioniert. Blicke in den Brunnen, um zu sehen, was das Tal braucht. Selbst die einfachsten Aufgaben zu erledigen, wird große Veränderungen mit sich bringen und dazu beitragen, das Vergessen zu beenden. Solange sie im Geiste der Liebe, für der Fürsorge und der Freundschaft getan werden. Wenn du dann genug Dreamlight gesammelt hast, um die lästigen Nachtdorn aus dem Schloss zu entfernen, komm zu mir. Sehr gut. Okay. Ach, langer Text war das jetzt. Das haben wir geschafft. Ja, hier sehen wir, es gibt so kleine Aufgaben. Ernte Früchte, baue 5 Gemüse an, entferne 4 Nachtdorn und so weiter und so fort. Und ich glaube, das kann man auch mit U. Also man kann entweder zum Brunnen gehen oder wenn man unterwegs ist. Ah. Oh, man kann den Eichhörnchen was zu essen geben. Können wir denen mal einen Apfel geben? Oh. Ah, guck mal, das war sogar eine Aufgabe, seht ihr? Füttere die Eichhörnchen. Entferne kleine Nachtdorn, das haben wir gemacht und Äpfel haben wir auch geerntet. Ich weiß nicht, wie viel man braucht für das Schloss. Ja, machen wir weiter, damit hier aber was Action passiert. Also ich würde euch sagen, wir gehen gleich mal hier zu Dagobert, aber ich zeige euch mal das mit der Angel. Ich habe es nämlich dann geschafft. So, einmal die Angel ausrüsten. Und zwar muss man einfach mit der rechten, also ich bin ja am Computer, mit der rechten Maustaste klicken, loslassen.
Folgt ihr mir jetzt? Und dann, sobald der Kreis kommt, immer klicken, wenn der Kreis grün ist. Ja, das war jetzt der Vorführeffekt. Super. Aber Gold, habe ich auch verstanden, ist am schwierigsten tatsächlich. Einmal klicken. Dann nochmal klicken, wenn es grün wird. Nochmal klicken. Nochmal klicken. Nochmal klicken. Wir haben einen Wels gefangen. Ja, so funktioniert das. Was möchtest du, Merlin? Du bist hier. Schön, denn uns hey, die Dinger. Nun, sie scheinen immer ein bisschen magischer zu sein, wenn du in der Nähe bist, Moni. Das Traumschloss, wie kann ich Dreamlight, weil das haben wir ja schon. Wie war es vor dem Vergessen? Ich habe etwas für dich. Ja, dann. Was geben wir ihm denn? So viel habe ich nicht. Geben wir ihm einen Apfel. So kann man, glaube ich, die Freundschaft zu den Charakteren steigern. Danke, meine Liebe. Hey, hey, die Dinger. Nun, sie scheinen immer ein bisschen magischer. Ja, okay. Ich möchte eigentlich nicht mit dir reden. Und jetzt lauf. Ich möchte zu Dagobert. Ja, dieses ganze, hier die Nachtdorn entfernen und so, das mache ich dann mal off-cam. Gehen wir erstmal zu Dagobert. Das können wir mal gerade hier mal entfernen bei ihm. Ach, übrigens habe ich ja noch ein Lager. Und das hier. In diesem Beutelchen sind Klamotten. Schlichtes grünes T-Shirt. Haben wir. Was haben wir noch? Haben wir noch was anderes an Beutel? Nee, und mein Lager ist auch gleich voll. Okay. Jetzt muss was im Haus deponieren. Dieser Counter macht mich auch immer ein bisschen wahnsinnig. Wo ist es? Wo ist noch Geld? Da. Ach, war ich zu spät. Egal. So. Wo man das auch mal so einsammeln muss. Da. Dann haben wir ein bisschen Ordnung gemacht bei Dagobert. Jetzt können wir mal mit ihm quatschen. Sei gegrüßt, Nachbar. Huh? Du hast mich ganz schön erschreckt. Weißt du? Weißt du nicht, dass man sich nie an eine Ente heranschleicht, während sie über ihre Investitionen nachdenkt? Oh, ich bin Moni und? Du bist Dagobert Duck. Ich bin hier, um zu helfen. Du musst mich ja nicht gleich anschreien. Du bist Dagobert Duck. Das bin ich. Du kennst mich sicher aus den Wirtschaftsnachrichten. Ganz bestimmt. Aber mein Geschäft läuft zurzeit nicht gut. Sieh dir nur meinen Laden an. Das ganze Dorf ist in einem erbärmlichen Zustand. Das ist schlimm. So schlimm ist es nicht. Wie kam es dazu? Ich würde sagen, das ganze Dorf ist in einem erbärmlichen Zustand. Das mag sein, aber davon darf man sich nicht entmutigen lassen. Ein wahrlich visionärer Geschäftsmann kann aus jeder Situation Profit ziehen. Nachdem sich der Himmel verfinstert hat, haben die meisten Dorfbewohner das Dorf verlassen. Es erschienen immer weniger Kunden, bis niemand mehr kam. Aber ich kann mich nicht erinnern, wo sie alle hin sind. Ich weiß noch, dass ich blieb, um mich um meinen Laden zu kümmern und um Geld. Und um mein Geld natürlich. Danach, ach ja, danach wurde ich durch die Nachtdorn hier eingesperrt und mehr weiß ich aber eigentlich auch nicht. Aber so wie das Glitzern von Gold in der Sonne, fange ich langsam an, mich daran zu erinnern, wie das Dorf früher war und an all die zahlreichen Investitionsmöglichkeiten. Im Leben geht es mehr als um Geld. Ich würde mich gerne an dieser Investition beteiligen. Ich möchte dem Dorf nur helfen. Ich würde mich gerne an dieser Investition beteiligen. Man muss ja in die Zukunft denken. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. So viel ist sicher. Vielleicht können wir eine Abmachung treffen. Dann lass mal hören. Ich mache dir ein Angebot, Moni. Wenn du mir hilfst, genug Sternenmünzen zu verdienen, um mein Leben, um meinen Laden wieder aufzubauen, dein Leben wahrscheinlich auch, sorge ich dafür, dass er mit allem ausgestattet ist, was du brauchst, um das Tal wieder aufzubauen. Goofy hatte früher einen Laden auf der Wiese südlich von hier. Er könnte sicher deine Hilfe gebrauchen. In Geldfragen kennt der Bursche sich nicht besonders gut aus. Mit der Spitzhacke der Herrscherin, die du gefunden hast, solltest du in der Lage sein, diese Wiese zu erreichen. Finde Goofy und hilf ihm, wieder ins Geschäft zu kommen. Danach kannst du mir bei meiner großen Wiedereröffnung helfen. Und wie ich sehe, hast du deine Karte dabei. Vergiss nicht, sie zu benutzen, wenn du dich im Dorf zurechtfinden willst. Auf Wiedersehen und bis bald.
Ja, also wir haben hier die Karte. Ach, nee, das war nicht die Karte. Doch, die ist, glaube ich, auch hier. Da. Genau, hier sehen wir, wo die Charaktere stehen. Da unten ist Goofy. Zu Mickey müssen wir tatsächlich auch noch. Hier ist unser Haus. Und hier stehen noch ein paar Obstbäume. Ich glaube, Dagobert Duck ist der Tom Nook. Heißt er Tom Nook? Von Animal Crossing. Ich wollte so ein Animal Kingdom gerade sagen. Also das ist so der Gehalts, der immer das Geld will von allen und im Prinzip uns über den Tisch ziehen möchte. Aber wir helfen ihm natürlich gerne. So, Goofy, eigentlich wollte ich nochmal in dein Haus gehen, weil, glaube ich, da noch was zu holen war. Genau, man kann hier nämlich einmal... Gibt es nämlich ein Rezept, das wir auf jeden Fall lernen können. Hier glitzert auch noch was. Hä? Was macht sie denn jetzt? Ist auf Instagram. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Ah, das ist eine Erinnerung. Oh, jetzt habe ich es nicht gelesen. Wo war's? War das das? Freue mich, Goofy zu besuchen. Er hat immer ein freundliches Wort und so alberne Ideen. Aber er meint es gut. Und wenn er lacht, muss ich auch mal lächeln. Das wird wahrscheinlich irgendwann einen ganzen Text ergeben. Hier haben wir nichts mehr. Hier ist noch eine Truhe. Naja, gibt noch Klamotten. An der E. Ich muss mich mit der Steuerung, komme ich auch nicht so gut zurecht. Eine sportliche Sonnenbrille. Wow. Und das Rezeptbuch können wir noch lernen. Fischsuppe. Ja. Haben wir noch was? Nö, müssen wir was pflanzen. Das machen wir, glaube ich, bei Mickey. Naja, gehen wir erstmal Goofy helfen und schauen dann mal, ob wir Dagoberts Laden eröffnen können. So, wo ist er denn? Ach, wo ist er denn jetzt hin, der Goofy? Aber das kann man ja auf der Karte sehen. Er kommt gerade da runtergelaufen. Da bist du ja, Goofy. Hallo! Hey, du! Hui! Ich schätze, es ist etwas heruntergekommener, als ich dachte. Aber das macht nichts. Onkel Dagoberts Baufirma kann in Ordnung bringen. Du kannst das Schild benutzen, um ihn zu rufen. Meinetwegen. Ja. Hallo? Es wird Zeit, dass Goofy diesen Ort auf Vordermann bringt. Ich bin froh, dass du ihm hilfst. Komm mit nun zur Sache. Goofy kann diesen Verkaufsstand ohne weitere Kosten haben, da das Tal ihn braucht. Aber nächstes Mal werde ich nicht so großzügig sein. Was meinst du? Na, da seht ihr. Der will direkt Geld als nächstes haben. Ja, dann lass uns den Stand errichten. Goofys Verkaufsstand ist ab sofort geöffnet. Wenn du an einer anderen Immobilie interessiert bist, lass mich gerne wissen. Berühre einfach das Schild daneben. Also ich finde das Spiel total toll. Ich finde es wirklich mega. Bin sehr gehypt auf das Spiel und ich freue mich, dass ich jetzt endlich weiterspielen kann. Sei im Tal aktiv, sammle Ressourcen, verkaufe auf Goofys Verkaufsstand Dinge, die du nicht brauchst und dafür bekommen wir Geld. Goofy, wir müssen reden. Danke für alles, Moni. Du hast meine Angel gefunden und mir geholfen, den Stand herzurichten. Du bist eine wahre Freundin. Alles, um dem Dorf zu helfen. Ich tue alles, um meinen Freunden zu helfen. Ja, ich tue alles, meinen Freunden zu helfen. Ach, was soll's. Ich bin wirklich stolz darauf, dein Freund zu sein. Hier ist eine Kleinigkeit, um dir zu zeigen, wie ich dich wertschätze. Es ist eine kostenlose Probe einiger meiner Samen, die ich auf der Wiese verkaufe. Ja, hey, immer ja damit. Sehr gut, wir müssen auf jeden Fall mal pflanzen. Ich habe ständig neue Sachen im Verkaufsstand, also komm vorbei, wann immer du willst. Du könntest sogar dein Investor sein und mir helfen, ihn noch besser zu machen. Dann könnte ich noch mehr Saatgut verkaufen. Hey, Level 2. Maximale Energie erhöht und wir haben einen Boden bekommen. Das war super. Vertiefe deine Freundschaften, sammle Erfahrungen und verbessere Level und dann erhöht sich auch meine Energie. Das ist auch sehr gut. So, was haben wir denn hier? Was liegt denn hier Schönes? Ah, noch eine Erinnerung. Hm?
Unsere unterhaltsame Rivalität in letzter Zeit. Dagobert kann beim besten Willen nicht herausfinden, warum Goofys Verkauf schon mehr Profit macht. Goofy hat angefangen zu versuchen zu helfen und das ist genauso lustig, wie Goofys Hilfe immer ist. Okay, kann ich jetzt hier schon was verkaufen oder? Weil hier noch der... Das kann man dann erweitern. Hallo! Verbesserung dieses Verkaufsstandes wäre eine gute Investition. Goofy könnte mehr Produkte kaufen und verkaufen, sodass du mehr Verbesserungen... Doch. 500. Ja, vielleicht noch einmal. Ich weiß nicht, ob ich das Geld später noch brauche. Auf Wiedersehen und bis Aber das können wir uns ja... Tschüss. Können wir uns ja erstmal im Hinterkopf behalten. Ich glaube, ich verkaufe was, um mein Lager ein bisschen zu entleeren. Ich habe ja nämlich hier so Blumen. Ja... Kaufen wir mal ein paar Blumen. Ich glaube, das reicht. Ja. Haben ein bisschen Platz und ein bisschen Geld. Was kann man denn bei ihm kaufen? Ah, das sieht man. Weizen und das Saatgut. Okay. Aber das haben wir ja schon von ihm bekommen. Brauchen wir erstmal nicht. Dann gehen wir jetzt mal zu Dagobert zurück und gucken, was er jetzt von uns möchte. Hi, Merlin. Ich finde, die Zeit vergeht auch so schnell in diesem Spiel. Sei gegrüßt, Nachbar. Gut gemacht, Moni. Goofys Laden hat wieder geöffnet. Also kannst du dir etwas dazu verdienen. Wenn du bereit bist, in meine große Wiedereröffnung zu investieren, kannst du einfach das Schild neben meinem Laden verwenden. Auf Wiedersehen und bis bald. Würde ich sagen, machen wir das mal. Und danach gehen wir mal zu Mickey. Bist du bereit zu investieren? Sobald ich den Laden eröffne, gibt es jede Menge Möbel und Kleidung zu kaufen. Du kannst mir vertrauen. Oder mein Name ist nicht länger Dagobert Duck. Ja, lass uns den Laden öffnen. 1000. Ja, dann habe ich gerade so... bekommen. Endlich! Die große Eröffnung! Danach kann man dann mal den Goofy investieren. Aber das ist mal den Laden von Dagobert. So, haben wir deinen Laden eröffnet, Dagobert. Freust du dich? Ach nee, ich wollte nicht rein. Ich wollte mit ihm reden. Okay. Ich brauche dieses Tee-Selfie. Habt ihr das gesehen? Hey, ich habe einen Job für dich. Halt, guck mal. 200. Ich habe nicht so viel Geld. Oh, ich brauche dieses Teeservice. Nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Einen schönen Tag noch. Ein Computer. Oh. Welch ein Glück. Ich bin wieder im Geschäft. Jetzt brauche ich nur noch Kunden. Oh, eine gute Investition muss sich natürlich lohnen. Diese Münzen sind für dich. Kauf dir etwas Schönes. Ich weiß, was ich mir kaufe. Wisst ihr es auch? Komm herein, sieh dich um, Moni. Wenn du nichts siehst, das du kaufen möchtest, dann sag mir einfach Bescheid und wir benutzen mein patentiertes Liefersystem. Freundlichen Dank. Alles klar. Dann werde ich meine erste Investition machen und zwar hier dieses Kaufen. Teewagen, ja. Also als Schön und das Biest-Fan muss ich mir das jetzt kaufen. Es gehört dir in der Tat eine sehr kluge Investition. Auf Wiedersehen und bis Dankeschön. Bald. Den Elsa-Stuhl brauche ich jetzt erstmal nicht. Einen schönen Tag noch. Eine hervorragende Investition, Moni. Du wirst es nicht bereuen. Schau am besten öfter in meinem Laden vorbei. Ich bekomme jeden Tag neue Ware. Lieber nicht. Das ist ein kluges Geschäft, immer etwas Neues zu kaufen. Wie kann ich mir alles leisten, was ich will? Das ist eine gute Frage. Verkaufe einfach weiter deine Waren an Goofy. Dann wirst du nie pleite gehen. Okay. Unser Level mit ihm war jetzt 1, habt ihr gesehen? Merlin, was machst du hier? Sei gegrüßt. Eine neue Aufgabe. Ah, Moni, ich habe mir gerade meine Quartalszahlen angesehen. Uff, sind katastrophal. Ich bin am Ende. Beruhig dich, was ist los? Soll ich später wieder kommen? Was denn los, Dagobert? Im Moment so einiges. Der Laden ist geöffnet, aber ich habe keine Kunden. Doch, ich habe doch gerade was gekauft. Wenn ich nicht schnell handle, ist mein Vermögen verloren. Merlin steht auch schon da. Was brauchst du? Also, als allererstes müssen wir die Bewohner von Dreamlight Valley wissen lassen, dass mein Laden wieder geöffnet ist. Ich könnte dir helfen, Werbung zu machen. Ja, ich könnte auf Social Media posten. In der Story. Könnte eine Kooperation machen. Es wäre fantastisch. Ich würde es ja selbst machen, aber ich bin Dagobert Duck. Die Leute sehen mich als Stütze der Gesellschaft. Ich kann mich im Dorf nicht wie eine wandernde Werbetafel zeigen. Das kann ich verstehen. Wie gesagt, Kooperation. Für diese Aufgabe bist du besser geeignet. Zieh ein Outfit an, indem du das Dorf gehst und für meinen Laden werben kannst. Seht ihr? Social Media.
direkt mal ein T-Shirt bekommen, Werbung machen. Oh Gott, mit Dagobert drauf. Freundlichen Dank. Dann, wofür ziehe ich denn das an? Wie kann ich denn das anziehen? V, ausprobieren. Dann, ziehen wir das direkt mal an. Ich habe sonst, habe ich noch eine andere Hose? Ja, so eine Shorts kann man nehmen. Noch was? Ich hätte gerne Ohren, habe ich aber noch nicht. Naja, dann ziehen wir mal eine Basecap an. Ist auch ganz hübsch. Hey, ich habe einen Guck Job mal, Dagobert, für dich. Ich habe dein T-Shirt an. Hallo. Nee, das Kleid wollte ich nicht. Oh, schön, und das Biestkleid. Kann ich mir gerade nicht leisten. Freundlichen Dank. Sei gegrüßt nach Dagobert. Ja, du trägst das T-Shirt, wie ich sehe. Du siehst fantastisch aus, wie immer. Ja, ich sehe immer fantastisch aus. Das tust du. Ich hätte mir kein besseres Fotomodell wünschen können. Aber du, was stehst du denn noch hier rum? Ich weiß schon von meinem Laden. Du musst im Dorf herumlaufen, um die Nachricht zu verbreiten. Wenn du schon mal da bist, könntest du etwas Weichholz besorgen und hierher zurückkommen. Wir müssen noch ein paar Schilder herstellen. Auf Wiedersehen und bis bald. Alles klar. Zwei Weichholz habe ich schon. Dann würde ich sagen, sammeln wir noch ein bisschen Weichholz. Ich glaube, das mit Mickey schaffen wir jetzt in diesem Part nicht mehr. Weil Mickey ist, glaube ich, ist auch wieder ein bisschen aufwendiger. Wo ist denn Mickey? Wir könnten hier was pflanzen. Können wir schon mal gießen? Müssen auch noch mehr pflanzen eigentlich. Ah, komm, das machen wir mal. Wir machen jetzt mal hier ein bisschen. Oh, was gefunden. Ein neues Rezept freigeschaltet. Okay. Und ein Boden. Aber ich weiß, was wir noch machen können in dem Part. Wir gehen noch mal ein Teeservice aufstellen. Okay. Ich pflanze gerade noch hier ein paar Samen und dann gehen wir nochmal ins Haus. Hier kann man noch Himbeeren ernten. Wir machen das auch noch. So, dann pflanzen wir mal. Ah ne, oh Gott. Was kann ich denn jetzt hier? Ich möchte was pflanzen. Muss ich dafür die Hand nehmen? Nee. Ah ja, Samen. Machen wir mal hier Weizen. Weizen. E. Aber wenn man E gedrückt hält, kann man mehr pflanzen. E. So, und jetzt nochmal gießen. So, haben wir das auch mal geschafft. Gut, dann gehen wir jetzt noch mal kurz ins Haus. Und besuchen dann Mickey im nächsten Part. So, wie kann ich mein Set für Möbel? Kann ich das jetzt hier? Nee, das geht schon mal nicht. Ich will nicht. Hier wollte ich nicht gießen. Wie kann man dann hier? Ach, da Möbel. Boden. Ha. Machen wir erstmal den hässlichen Boden weg. Dann Wände würde ich auch gerne. Okay, habe ich. Ne, Teppich wollte ich nicht. Ich wollte Tapete. Sieht schon mal besser aus als vorher. Aber erstmal eine blaue Tapete. Dann möchte ich gerne meinen Teewagen hier aufstellen. Kann man das hier wegmachen? Das ist ja furchtbar. X. Was gibt es denn noch so? Ja, sonst habe ich, glaube ich, nichts. Ich habe nur Tapete im Boden, aber immerhin. Ist noch Potenzial nach oben. Aber sieht schon mal besser aus mit dem Boden. Und hier das Teeservice, das ist sehr schön. Ah, Radio. Ne, 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 USA. M-I-C-K-E-Y, M-I-U-S-E. Ja, cool. Ist die Musik. Oder?
Ja, Musik ist immer gut. Lassen wir das mal. Und wir können tatsächlich unser Lager hier noch öffnen. Traumscherbe. Ah, wir haben hier noch Sachen. Hier haben wir noch Kohle. Genau, da öffnen wir die Pakete. Ansonsten, das brauchen wir gleich. Merlins Willkommenspaket. Kann man das öffnen? Machen wir das doch mal. Ah, ein Stuhl, 5 Äpfel, 3 Kekse. Ja, super. Öffnen wir das noch. Ein roter Rucksack. Kein Mickey-Rucksack. Und dann... ein schwarzes Poloshirt. Wow. Naja gut, es war gratis. Man muss ja mit dem zufrieden sein, was man bekommt. So, haben wir noch was? Ich glaube, das war's. Da draußen. Ich muss das noch mit der Cloud tatsächlich noch machen. Ja, aber ich würde sagen, im nächsten Part suchen wir dann das Weichholz und reden mit Mickey. Und beenden dann die Aufgabe bei Dagobert für die große Wiedereröffnung. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!